Also ich bin ja aufgrund meiner Vortätigkeit als Buchautor war ich schon sehr verlinkt mit guten Leuten, sage ich mal. Ich hab das also relativ schnell gesehen, was da auf uns zukommt, und deswegen seit über 3,5 Jahren jetzt verlinkt mit den Menschen, die sich hier engagieren. Insofern war es jetzt nicht unbedingt neu, was ich erfahren habe, aber schön war gewesen, dass ich manche jetzt mal persönlich endlich kennengelernt habe nach endlosen Telefonaten und Videokonferenzen. Das war wirklich sehr schön gewesen. Und es war auch irgendwie erhebend, ja. Also es gibt Kraft. Es ist einfach so, wo die Wirklichkeit eine Chance hat, da ist eine andere Stimmung da. Ja, das ist authentisch. Und das ist auch meine Hoffnung übrigens, weil deswegen wird es sich durchsetzen. Da, wo man die Wirklichkeit abwehren muss, immer mehr Energie aufwenden muss, um wirklich die Lügen aufrechtzuerhalten, da ist quasi das Einfallstor für Zwangsstörungen, Neurosen, das weiß man ja in der Psychologie, da wird die Stimmung immer schlechter werden. Und ich hoffe, dass immer mehr Menschen das erkennen. Und insofern finde ich diese Veranstaltung ganz großartig, weil sie einfach mal ganz wesentliche Menschen, die sich seit 3,5 Jahren öffentlich oder die den Kopf auch hinhalten öffentlich und die ja auch, das haben wir gestern gehört, dafür auch ganz schön leiden müssen, sich mal alle zusammentreffen. Jetzt muss ich mich aber selber korrigieren, weil eine Sache wurde intensiver für mich klar, nämlich die Art, wie man die Kritiker der Corona-Politik drangsaliert und unterdrückt, die Art der Hausdurchsuchungen, die inflationär angewendet werden, um Menschen einzuschüchtern, die Strafanzeigen, die politische Inhaftierung. Das wurde gestern doch nochmal in einer sehr eindrücklichen Weise von Menschen, die Kriminologen sind, die sich von Rechtsanwälten geschildert. Und das hat mich gestern nochmal besonders ergriffen, das muss ich sagen.